Hallo meine Checker, willkommen zum letzten Part von den Classic Mode von Super Smash Bros. Für die N64. Und wir spielen den Yoshi Terminator heute. Ihr habt richtig gehört. Wir spielen den Yoshi Terminator. Wir haben den nämlich noch offen. Ich habe ihn auch bis für einen bestimmten Grund zum Letzt eigentlich ausgewählt. Einfach nur aus dem Grund, dass ich mit Yoshi, oder unser Terminator, einfach echt gar nichts kann. Egal in welchem Smash-Teil. Ich bin eine totale Niete und jetzt kauf zu spammen, Link. Das nervt ein bisschen. Ich möchte dich auch mal ein bisschen attackieren können. Danke. Und da dachte ich mir so, ja, hebst du dir den bis zum Schluss auf? Das reicht ja, ne? Reicht, wenn du ihn zum Schluss machst. Und dann denke ich, jetzt denke ich mir so, wieso habe ich ihn nicht zuerst gemacht? Ich bin wirklich eine totale Niete mit Yoshi. Ich bin wirklich eine totale Niete mit diesem Terminator. Ich verstehe nicht, wie man mit denen so gut spielen kann. Der ein oder andere würde jetzt sagen, ja, der Yoshi Terminator, der ist so ein richtig geiler Charakter. Der hat einen guten Sprung. Der hat einen guten Smash. Ja, keine Ahnung, der ist schnell. Der hat einen guten Trap. Bei dem ist alles super, ne? Und dann denke ich mir so, ja, wahrscheinlich schon, aber für mich irgendwie nicht. Wenn, immer wenn ich ihn gespielt habe, ist er anscheinend nicht schnell, sondern nur träge. Deswegen frage ich mich manchmal, wie können die den so schnell spielen, die den Main? So wie die Tatsache, dass wenn ich einen Smash mache, ich gar nicht treffe. Ich denke, der schlagt doch endlich mal und dann schlägt er erst ein bisschen später und dann trifft er einfach gar nichts. Und wenn er zu lange braucht, werde ich einfach gegrabt und dann hat die Attacke auch nicht stattgefunden. Das verstehe ich nicht an Yoshi. Das verstehe ich nicht, wie man so schnell sein kann. Ach Mensch. Der Sprung an sich ist auch gut, weil du bist da so für eine kurze Zeit unverwundbar, aber wenn man darauf bist, also sag mal so, in den drei Teilen Smash N64 Melee Brawl, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber glaube ich, ist der Supersprung total unnötig. Er ist nicht mal ein Supersprung. Er ist eigentlich sogar nur eine Attacke. In Smash 4 ist eine Ausnahme, da bewegt er sich noch ein bisschen. Also so wie ein kleiner Sprung. Da würde ich noch als Supersprung zählen, aber hier ist das zum Beispiel der Nachteil. Womit ich eigentlich auch nicht zurechtkomme. Und ja, dann könnt ihr euch schon denken, warum ich den Yoshi nicht so mag. Eigentlich auch nur deswegen, da ich habe aus Langeweile mal eine Proberunde mit dem Yoshi Terminator an der Anfangszeit, wo ich das Let's Play angefangen habe, mal ausprobiert. Ich habe gegen ein Bot Level 3 gespielt. Ich habe so schlecht gespielt, dass ich mir dachte, oh Gott, was machst du da? Was machst du da? Kann der Mann ihm mal verraten, was er da tut? Was tust du? Und ich denke mir so, ja. Jetzt denke ich mir gerade so, ja. Wieso habe ich ihn doch nicht zuerst gemacht? Ja, gut. Dann müssen wir ihn jetzt machen. Ist halt auch nicht schlimm, ist auch mal eine Abwechslung. Ich hoffe doch zumindest, dass wir wenigstens ohne ein Continue durchkommen. Und warum wollte ich gerade meinen Partner schlagen? Das war jetzt auch gerade ein bisschen sehr verwirrend. Oh, das war eine schöne Dash-Attack von Mario. Damit habe ich gar nicht gerechnet, aber die rollen irgendwie nur, habe ich das Gefühl. Die rollen fast nur. Okay, vielleicht ist Mario schon tot. Schade. Lol, ich habe gesehen gerade, dass der andere Luigi gerade mit dieser super starken Attacke fast gekillt worden wäre. Ist er tot? Bitte, bitte, bitte. Nein, stirb doch! Okay, der ist tot, oder? Als ob der noch zurückkommt. Okay, jetzt ist er tot. Oh mein Gott, er hat die Bombe auf sich selbst geworfen. Ah, ja. Also gegen Luigi, das sieht schon wieder komisch aus. Nichtsdestotrotz ist Yoshi eigentlich kein schlechter Charakter, aber für mich ist er echt nichts. Ich kann mit seinem Moveset und seinen Kombos einfach gar nichts anfangen. Wie gesagt, für mich spielt sich das relativ komisch und er macht einfach das gleiche nochmal. Was ist mit dem falsch? Rastest du jetzt bei der letzten Runde nochmal richtig aus, oder was? Okay. Puh, das waren die Mario Brothers, ja. Relativ noch alles ganz in Ordnung gehalten. Mal sehen, wie weit wir kommen, ohne ein Leben zu verlieren. Das würde mich jetzt interessieren sogar, weil ich eigentlich wirklich gar nicht so wirklich vermuten würde, dass wir jetzt so gut durchkommen würden. Ich vermute immer noch, dass wir mit einem Leben beim Meister anstehen werden, wenn wir kein Continue verbrauchen. Entweder verlieren alle beim Polygon-Team oder wir verlieren einfach so alle.
Eins davon wird auf jeden Fall stimmen. Ich glaube nicht, dass wir mit all dem durchkommen werden. Auch wenn ich es schaffen sollte. Ich werde die irgendwie alle verlieren fast. Das kann ich euch verraten. Obwohl, ist das ja nicht eher Spoilern? Ich habe keine Ahnung. Naja, spoilern wir es erst, wenn es wirklich so geschieht. Mal gucken. Aber da muss der Pikachu auch mal herkommen. Wieso steht er die ganze Zeit dort? So wird das nie was, Pikachu. Du musst schon angreifen. Ja, okay, genauso. Genauso. So wirst du gewinnen. Okay, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Der Giant DK, der Giant DK, der kann auch richtig gemein werden. Wir können uns sogar 2 Leben abziehen, wenn er richtig schlau ist und uns die ganze Zeit grabben würde. Selber gemein. Hier, Leute. Können wir nicht einen einfachen ein Ei machen und der fällt dann runter? Ja, können wir. Also. Okay. Okay. Ich habe eine neue Taktik herausgefunden. Giant DK Instant Death. Nein. Aber das war eigentlich relativ gut. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, oh Gott, wie willst du bei denen so schnell durchkommen, ohne ein Leben zu verlieren? Das geht doch gar nicht. Anscheinend geht's doch. Okay. Das Kirby-Team. Das Kirby-Team wird immer noch das Schrecklichste. Nein, nein, nein. Das Polygon-Team wird das Schrecklichste. Aber das ist auch relativ nett. Gar nicht so nice. Außer wir können die jetzt perfekt grabben. Und die grabben uns nicht irgendwie unerwartet. Oder die retten sich nicht raus. Okay, der eine ist tot. Der andere auch. Jetzt haben wir schon 2 Kirbys besiegt. Oh nein, der Green Kirby, den mag ich nicht so. Okay, der killt sich selbst. Das ist bestimmt eine Bombe. Schlag mal den hier lieber weg. Das ist eine Bombe. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das, dass es eine Bombe ist? Ich habe es nicht mal erkannt. Ich glaube, das kann man auch gar nicht erkennen. Aber ich habe mir schon gedacht, das wird auf jeden Fall eine Bombe sein. So wie die bei mir gelegt wurde gerade. Das kann einfach nur eine Bombe sein. Wow. Er versucht einfach gar nicht mehr zu springen, um sich zu retten. Das ist ja nice. Vielen Dank. Okay, der ist tot. Und der ist auch tot. Okay. Das Kirby-Team. Perfekt. Puh, doch, ich habe sogar noch eine News, die ich mal sagen wollte. Und zwar, ich hatte mir ja letztens, gestern sogar, glaube ich. Was heißt letztens? Also sagen wir gestern, kam die Nintendo Direct mal, wenn wem das jetzt nicht sagt, das ist so eine News, so ein Video, Livestream, je nachdem, wo man das guckt, ne? News über Nintendo, also auch von Nintendo gemacht, über Videospiele, die demnächst rauskommen oder sonstigen Updates. Und da kam auch was Interessantes zu Smash Bros. Und zwar haben eigentlich viele gedacht, oder ich sogar, dass mehr über diesen Smash-Kämpfer-Abstimmung geredet wird. Und da kam ein überraschender DLC, der irgendwann im Dezember vermutlich. Ich vermute, im Dezember kommt. Wenn es nicht so ist, dann tut's mir leid. Aber ich vermute, er kommt im Dezember. Und zwar ein neuer Charakter namens Cloud aus Final Fantasy 7. Und das hat mich schon relativ angesprochen. Ich fand das schon, boah, das war eine große, das war, sag mal so ein Ende. Da kriegt man noch Kribbeln und alles. Der soll mal herkommen. Der Metal Mario, ich will mal ein bisschen Ei machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm jetzt her. Und das war, wie gesagt, so eine unerwartete Nachricht, dass ich eigentlich gar nicht auf meinem Stuhl sitzen bleiben konnte, richtig. Geil, nein. Ich wusste, dass auch eine Bombe drin ist. Was hat's fast. Okay, jetzt tot bitte. Ja, okay. Metal Mario besiegt. Wie gesagt, das war einfach nur eine Nachricht, die kam unerwartet und dann dachte ich mir so, yo, den will ich main. Den will ich main. Ob's so wird, wird sich zeigen. Vielleicht lade ich auch mal so ein kurzes Video darüber hoch. Mal sehen. Aber bis dahin dauert das ja noch ein bisschen. Im Dezember kommt ja dann auch noch die Special-Ausstrahlung von Smash Bros. Da wird, glaube ich, dann über die Kämpferabstimmung geredet. Ein genauer Termin oder Datum ist jetzt nicht bekannt. Aber auf jeden Fall kommt im Dezember was davon. Da freue ich mich schon. Und wir haben noch alle 5 Leben. Was? Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hier ist ein Fehler. Habe ich auch alle so mit einem Schneideprogramm eingebaut, dass ich hier 5 Leben habe. So sieht's aus.
habe ich so bearbeitet, dann geschnitten und dann habe ich so alles für das Video 5 Leben, nicht wahr? Natürlich nicht. Das wäre ja irgendwie komisch, aber es wundert mich gerade echt, dass wir 5 Leben haben. Okay, die graben mir eindeutig. Die habe ich gar keinen Bock. Ach du Scheiße. Ich mach einfach gar nichts und einer schon gestorben. Ich mach echt einfach gar nichts. Leute, darf ich mal was machen? Okay, 85%, das ist eine Menge eigentlich schon. Muss man sagen. Das ist wirklich eine Menge. 103. Nein. Boah, die Range gerade eben von den Typen. Was war denn das für ein Rollen von mir gerade? Zwei eher kriechen. Ne. Okay, gut. Eine Maxi-Tomate haben wir kostenlos bekommen. Und ich wundere, dass wir überhaupt mal eine Maxi-Tomate bekommen. Sag mal, ich kann ja gar nichts machen. Seht ihr das, Leute? Ich werde einfach nur weggeschlagen. Ich hasse das Team. Ich hasse das echt extrem. Es gibt keine... Ich würde alles machen. Außer das hier. Das hier würde ich am liebsten überspringen. Das ist wirklich eine... Und komm schon ran. Also, wie gesagt, das ist wirklich eine Runde, dann denke ich mir so, die will ich eigentlich gar nicht machen. Da bin ich eigentlich froh, wenn ich durch bin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Typ, der folgt mir die ganze Zeit hinterher. Du Scheiße. Dass ich noch mit dem Sprung immer wieder zurückkommen, ist auch ein Wunder. Okay, die Maxi-Tomate haben wir bekommen. Entschuldigung, dass ich mir so ein bisschen ruhig bin, aber ich bin gerade so angespannt. Ich habe so viel Angst, dass was passiert und ich sterbe einfach so. Erste Bombe. Wie oft war jetzt schon... Ach, geht. Okay, wollte schon sagen, wie oft war schon in dem Part da drin eine Bombe? Ich glaube zweimal nur, aber... Das zweimal ist... Zweimal schon, zu viel. Zweimal ist schon zu viel. Wow, dreimal dieselbe Person, oder was? Okay. Okay, dann haben wir jetzt zwei noch. Nee, ein nur. Hat der andere den gerade weggeschlagen? Scheinbar hat es überlebt. 150%. Das ist auch schon wieder zu viel. Ich will ein Herz haben. Please. Ich will alles loswerden. Okay. So habe ich das jetzt nicht gemeint, aber... Genau jetzt in dem Moment kommt die Maxi-Tomate. Schade. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben noch 4 Leben. Ironischerweise haben wir 4 Leben, obwohl ich eigentlich richtig schlecht sein sollte mit Yoshi. Ich komme ja gerade am besten durch. Also hier, das können wir schon mal sagen, kommen wir nicht mit einem Leben durch. Das kannst du vergessen. Schade eigentlich. Das kannst du vergessen. Das wird nie geschehen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir wollen ja einfach nur hier durchkommen. Und wir haben eigentlich relativ genug Leben. Wenn ich das hier verliere, dann dürft ihr alle schreiben, Hashtag Adichek ist Noob. Zumindest in den Game. Wenn ich das jetzt noch verliere. Ach, Kacke. Oh Gott. Ich komme nicht mal zurück mehr. Okay. Okay. Nicht schlecht, Herr DK. Oder ich sollte sagen, Polygon DK, aber... Das wird trotzdem nicht reichen. Ich glaube nicht daran, dass ich jetzt hier noch einfach so derbe verlieren werde. Außer jetzt kommt wieder unerwartet eine Bombe und dann noch eine Bombe und ich springe einfach nicht, ne? Das wäre jetzt eigentlich relativ gemein, aber nicht abzustreiten. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass jetzt hier drin eine Bombe ist. Soll ich mal da dran schlagen? Ich schlage mit drin. Oh, okay. Da war keine Bombe drin. Irgendwie vertraue ich diesen Kapseln nie. Ich sag immer, dass da eine Bombe drin ist. Deswegen schlage ich nicht dagegen. Okay, Meister Hand. Auf zum letzten Kampf. Ach du Scheiße, macht mir viel Schaden. Ist das eine starke Attacke, Meister Hand. Oh Gott, das ist eine Menge. Also die Attacke werden wir jetzt die ganze Zeit, glaube ich, einsetzen. So halbwegs. Leichter gesagt, als getan. Gott, macht das viel Schaden. Das ist ja eine Menge. Der hat einfach schon... Wie viel? 250 verloren? Hat er 300 damit mal? Wow. Ich hätte nicht gedacht. Autsch. Und... Will ich ihn mit den Eikeln? Ja, ich will ihn mit den Eikeln. Stirb. Oh. Ich bin nicht mehr getroffen. Stirb!
Und so geht auch der Classic Mode ohne ein Continue mit dem Yoshi Terminal zu Ende. Yes! Der Classic Mode ist beendet ohne ein Continue. Du warst der Letzte, du warst der Auserwählte, Yoshi Terminator. Du warst der Auserwählte! Oh Gott! Das war schon... Ach ja, stimmt, da kann das stoppen. Hab ich schon wieder vergessen. Wir wollen das aber spulen. Das war... irgendwie komisch, die Runde. Da gab es viele komische Dinge. Ich weiß nicht. Aber ich streite es nicht ab. Wir haben es geschafft. Ich bin auch froh, dass wir es geschafft haben. Diese Folge... gehen wir noch schnell ins Titelmenü. Diese Folge würde ich mich über eine Bewertung freuen für den nächsten Part. Abonnieren wir schön und wir sehen uns auch zum nächsten Part wieder, wenn es heißt Super Smash Bros. Für die N64. Bis dahin und ciao.